Damn Blumber is the place to be. Damn Blumber is the place to be. Damn Blumber is the place to be. So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von und mit eurem Game Blamer, wieder mit der PlayStation VR 2 unterwegs. Und jetzt spielen wir mal mein Lieblingsspiel am PC VR momentan, After the Fall, und schauen mal, wie gut das auf der PlayStation 5 denn umgesetzt ist. Ich glaube, da ich schon eine Menge After the Fall auf dem PC gespielt habe, kann ich das eigentlich ganz gut beurteilen. Und ja, ich bin gespannt. Ich starte das jetzt auch das erste Mal. Ja, Spielbereich wird erstmal überprüft. Ist okay. Mal gucken auch, wie die Ladezeiten sind. Ne? Ob die besser sind als auf dem PC oder gleich. Die Grafik, die Spielbarkeit. Ich bin echt gespannt. Weil ich bin bei After the Fall durch die Index-Knuckles, durch die Valve-Knuckles, natürlich sehr verwöhnt. Vor allem halt mit der HTC Vive Pro mit dem Outside-In-Tracking, dass die Controller überall erkannt werden, ist natürlich von großem Vorteil. Aber wir werden sehen. So, muss ich gar nicht lange. Ja, komm. Bla bla. Wir spielen stehend. Gleiten, nicht Teleport. Hier das Anpassen. Ungefähr. So. Das ist das Schöne, wenn man ein Spiel schon kennt. Was mir direkt auffällt, ist hier. Ist hier der Unterschied. Dass die Trigger hier adaptiv sind. Also die sind schwerer reinzudrücken, tatsächlich. I'm on my way to pick up someone else near your location. Meet us outside if you can. There's an arcade machine to supply you with a sidearm once you insert. Das waren noch Zeiten mit den Disketten. Nee, also die Trigger hier, womit man ballert, die sind ja, geben Widerstand. Das haben natürlich die Index-Nuggets nicht. Index-Nuggets. Okay. Naja, gut. Muss man sich erstmal umgewöhnen. Gib mal her, was hast du? Munition. Sehr gut. Warum ist meine Knarre jetzt direkt weg? Ah, okay. Okay, kennt man alles. Ach so, ach, ich habe die ganze Zeit drüber geschossen. Kennt man alles. Also ihr werft das Magazin aus, indem ihr halt X ist das, glaube ich, drückt und dann auf die Brust haut. Das ist halt am PC genauso. Da ist jetzt nichts besonders Neues dran. Aufheben tut man, indem man hier die interne R1 oder R2-Taste drückt. Muss ich hier noch irgendwas machen? Habe ich irgendwas vergessen? Ah. Wähle deinen Nachlademodus. Schnell. Oder dass ich das von Hand machen muss. Nee, ich möchte schnell. Ist schon okay. Schnell reicht mir. So, jetzt noch irgendwas. Noch irgendwas vergessen? Darf ich jetzt gehen? Immer noch nicht. Oh,
dein Inventarmodus. Waffenrad oder Holster? Wir machen Holster, definitiv. Ach so. Schnell. Holster. Kalibrierung abgeschlossen. So, jetzt dürfen wir gehen, oder? So, das ist die Munitionskiste, die immer wieder neu spawnt. So, haben wir direkt unsere zweite Pistole. Diese gelben Dinger. Ach so, hier ist nur ein bisschen schwierig. Die gelben Dinger, die verlieren. Ah, ich muss mich. Nee, ich komme hier mit dem Ziel immer nicht so klar. Zumindest nicht mit zwei Händen. Die gelben Dinger, die da auf mich zufliegen oder von den Zombies weg, das sind Experience-Punkte. Oh Mann! Nee, und das habe ich befürchtet. Ich komme jetzt. Boah, diese scheiß Knöpfe, die hier drauf sind. Mann, ey! Warum komme ich in dieses scheiß Menü rein? Da wollte ich gar nicht rein. Wie wird das denn ausgelöst? Wieso bin ich in dieses scheiß Menü reingekommen? Wie wird das ausgelöst? Das würde ich jetzt mal gerne wissen. Ich habe keine Ahnung, warum das mit mir gekommen ist. Ich tue mir erst noch meine Erfahrungspunkte alle, die ich kriegen kann. Oh, keine Munition mehr. Okay, jetzt komme ich. Übrigens, ab dem nächsten Video gibt's endlich besseren Ton. Ich habe mir so Lavalier. Ich habe mir ein Lavalier-Mikrofon gestellt, die ich hier anstecke, wie diesen JBL Go und so. Ich habe keine Munition mehr. Hey, welcome back. You were doing great until that big guy found you. Is that the first time you got juiced back to life? Because when you freeze out here, you gotta get boosted or game over. Oh, splat! Got one! Well, either way, we'll be at the line soon. It used to be a metro station, but now it's a hub for harvest runners and sweepers like me. In the meantime, you get some more shut-eye and let the juice do its work. You still look a bit frosty to me. Also bis jetzt sehe ich grafikmäßig absolut keinen Unterschied, muss ich ehrlich sagen. Grafikmäßig sehe ich keinen Unterschied. Halte die Optionstaste gedrückt, um die Bildschirmposition zurückzusetzen. Brauche ich nicht. Ich kann die jetzt noch einmal am Anfang neu zurücksetzen, würde ich sagen. Damit das noch einmal... Hä? Dann soll er die doch so setzen, dass ich zu euch gucke. So, das ist die Lobby. Hier seht ihr alle Leute, die gerade online spielen. Das ist auch wie am PC. Wenn man den linken Analogstick drückt, oder den rechten, war das zumindest am PC so. Dann sieht man die ganzen Leute hier. Aber da ich jetzt noch am Anfang bin, denke ich mal, ist diese Funktion noch nicht freigeschaltet. Ich muss erstmal hier quatschen. Bienvenido. Welcome to the line. Frank told me about you over the radio. Ich finde es schade, dass ich meinen Speicherstand vom PC nicht übernehmen kann, sondern direkt ganz neu von vorne anfangen muss. Deswegen habe ich mir zuerst überlegt, das Spiel gar nicht zu kaufen. Aber
until it doesn't. Boah, es sieht echt gut aus. I'm glad you're safe, but we do things a little differently than scrappers outside. Komm, gib her. Take this floppy. It contains a blueprint for your gun. Hör ich mir gar nicht erst aus dem Quatsch von der an. Stick it in the machine at the crafting desk. Claim your prize. Moment, wir wollen ja möglichst in eure Richtung weiter gucken. This machine, you can craft all your weaponry. The more harvest you have, the more you can craft. Ah, ich habe kein Geld. Aber ein Accessoire könnte. Warum? Na egal. Ich darf aber einfach erstmal nicht. So, schon mal zu erklären, man kann die Waffen verbessern. Und zwar so, genau. Accessoires, Munitions. Ne, wir machen. Ja, komm, mach Munitionszähler. Zack, das nehmen wir. Dann wird das da drauf gesetzt. Dann wird der weggenommen. Zack. Ach, jetzt soll ich die testen. Bam, Junge! Boosters filled with juice to stay healthy. Juice we harvest by killing Snowbreed. Snowbreed we kill by doing runs. I say we, I mean runners kill Snowbreed by doing runs. Enlist for harvest runs on the arcade machines in the center. Or use your wrist menu to go on a run. Make sure you craft the right tools for the job. The more harvest you bring back, the better gear you can craft. That's the gist of it. Good luck. Damit kann man auch Teile abmachen und man kann die dann halt hier reinschmeißen und kriegt dafür Ressourcen wieder. Wenn man das zumacht und den Knopf drückt, dann wird da was ablaufen. So, Einführungsdiskette brauchen wir nicht. Hier können wir uns kosmetisch verändern. Das kann ich euch mal eben zeigen. Zack. Dann gibt es hier neue Skins. Ich muss nachher mal im PlayStation Shop gucken, weil, soweit ich weiß, kriegt man einen extra PlayStation-Skin. Wir machen jetzt erstmal das. Im Moment sehen wir so aus. Wir sind eine Frau, warum auch immer. So, jetzt sehen wir so aus. Das ist schon mal besser. Hätten uns auch als Mann machen können. Ihr seht, also es gibt hier eine ganze Menge. Ah, hier. Ich glaube, das. Ja, das ist der PlayStation-exklusive Skin. Gut, muss ich nicht extra in den Store. Kriege ich so. Aber ihr seht schon, ne, also hier gibt es eine Menge noch zum Freischalten, was auch sowas angeht. Jetzt wollen wir hier wieder raus. Ihr merkt schon, das Video läuft jetzt ein bisschen flüssiger ab. Weil ich halt schon weiß, was ich tue. Zack. Hallöchen, bin wieder da. Ein wiederkehrender Kunde ist doch ein guter Kunde, oder? Aber ich muss ja was für dich machen, nicht du für mich. Some eyes on the harvest side, down in Skid Row. Nothing too unusual, just clear the streets. Ja, komm, das höre ich mir gar nicht erst an. The safe rooms and report back in. Zack, wir müssen nach Skid Row. Join you before heading out. So, das ist übrigens, das sind verschiedene Dinge. Warum komme ich denn nicht direkt vor den... Nee, egal. Es gibt Erntelauf. Das ist das, ja, das sind so die Standard-Level, die man auch für die Story durchspielt. Dann gibt es Tundra-Drome. Zeige anderen Runnern den Tundra-Drome, wer wirklich der Beste ist. Ich glaube, das ist... Ich habe noch nie gespielt, Tundra-Drome. Ich habe schon direkt eine Gruppeneinladung. Aber das ignorieren wir jetzt erstmal. Halte die Stellung. Das ist sowas wie King of the Hill. Oder ich glaube... Nee, Quatsch, das ist... Da kommen die in Wellen. Guck, das sind Leute, die sitzen spielen. So. Aber da ich schon eine Gruppeneinladung kriege, vielleicht geht jetzt das Menü... Nee, das geht immer noch nicht. Ich muss erst einmal Skid Row spielen. So. Erntelauf. Das sind die verschiedenen Stages, die es gibt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene. Und die gibt es immer in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Also Überlebender, Veteran, Meister und so weiter. Je nachdem, das seht ihr da auch an der goldenen Sache, gibt es mehr Loot. Auch die Belohnung. Und naja, wir sind jetzt ganz am Anfang. Ist jetzt ein bisschen blöd natürlich für mich. Ist jetzt ein bisschen blöd natürlich für mich, hier wieder ganz von Anfang mit einer ganz normalen Pistole anzufangen. So, und hier an der Stelle, lasst euch jetzt hier nicht verarschen. Also ich behaupte jetzt einfach mal, hier wird niemals jemand einfach für euch als Gruppe gefunden. Also diese Suche nach Spielern ist, glaube ich, einfach nur ein Platzhalter. Ich habe noch nie erlebt, dass da jemand plötzlich, weil ich
wenn ich nach Suche nach Spielern reingegangen bin, da jemand dazugekommen ist. Also ihr müsst eure Vierergruppe schon fernab von diesem Automaten machen, damit das Ganze funktioniert. Und dann zusammen in eine Mission gehen. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und wie gesagt, ich spiele After the Fall schon ein bisschen länger am PC. Und das wäre echt ein Wunder, wenn das an der PlayStation 5 jetzt so anders wäre. So, Skid Row. So, hier sind wir. Wir können auch hier in den Holzern was anlegen. Ne? So, erstmal, bevor wir losstarten, das Wichtigste, was ihr machen solltet, ist hier an den Automaten gehen. Ihr seht, wir haben 5000 und holt euch einen Juice Booster. Vor allem als Anfänger. So, wenn ihr den nehmt, den könnt ihr euch hier ins Handgelenk machen. Was ich euch allerdings empfehle, ich schmeiß den mal hier auf den Boden, dass ihr den in die Hand macht, wo ihr auch die Waffe haltet. Zumindest am Anfang. Weil, wenn ihr das hier in das Handgelenk macht, dann müsst ihr die Waffe erstmal wegtun, damit ihr das greifen könnt. Es sei denn, natürlich, wir können mal eben gucken. Ach so, nee, der Wutbooster ist noch gesperrt. Es sei denn, natürlich, hier funktioniert es wie am PC. Am PC ist das so, hier hast du eine Waffe in der Hand. Und jetzt muss ich mal eben überlegen, wie war das nochmal? Und du behältst die Waffe trotzdem weiter in der Hand, nimmst das aber aus der Hand zum Benutzen. Also, ja, dann habt ihr quasi zwei Gegenstände gleichzeitig in der Hand. Kann man so sagen. So, erster Run, nur mit einer Pistole, aber okay, kann man nichts machen. Jeder muss mal anfangen. Ne? Let's go. Jeder fängt mal klein an. We've got several containment sites where our runners farm, so great. Take your shot count. Watch your ass. Die Leute, die jetzt hier sind, das sind einfach nur Bots. Ne? Falls ihr euch jetzt wundert, warum andere Leute hier sind. Und es ist wichtig, dass ihr euch nicht einfach irgendwo versteckt und abwartet, sondern dass ihr wirklich Zombies tötet, weil da kriegt ihr halt Erfahrungspunkte bzw. Erntepunkte, mit denen ihr bessere Sachen kaufen könnt. Easy peasy. Und wieder zurück. Jetzt habe ich nicht mal die lila Kiste geschossen. Ich brauche doch Munition. Ja, pass doch auf, Michael. Da kommen doch Gegner. Du musst doch die Gegner abschießen, Michael. Pass doch auf, Jünchen. Okay, langsam habe ich mich an den Aim von der PlayStation gewöhnt. Ja, aber man muss sagen, also ich finde das mit den adaptiven Analog-Triggern gar nicht mal schlecht. Ne, dass die ein bisschen mehr Widerstand einem leisten. Booster. So, seht ihr? Ah, es funktioniert tatsächlich. Also ich habe den Booster genommen, obwohl ich die Pistole in der Hand hatte und habe die Pistole trotzdem weiterhin in der Hand. Nur natürlich, wenn ich den Booster in der Hand habe, kann ich die Pistole nicht nutzen. Ja, das sollte nicht vergessen werden. Reloading. So, Ammo-Kisten müsst ihr nicht hingehen, damit ihr die Ammo einsammeln könnt. Anschießen reicht, die Ammo fliegt immer einfach euch ins Gesicht. Kann man sagen. Wait up. Reloading. So, was hatte der? Eine Rohrbombe. Nehmen wir mal in die andere Hand. Und was liegt da?
Noch eine Rohrbombe. So, jetzt habe ich die Rohrbomben in der Hand, habe aber auch noch die Pistole in der Hand. So, das ist das, was ich meinte. Also, weil, lasst euch nichts einreden, ne? Manche sagen, ihr könnt nur mit zwei Waffen los. Nein, ihr könnt grundsätzlich mit vier Waffen losstarten. So, die Rohrbomben nehmen wir mit, weil die brauchen wir jetzt gleich da oben. Ihr merkt schon, ich bin echt ein alter After-the-Fall-Veteran. Oh nein! Okay, das Werfen hier funktioniert noch nicht so gut. So, normalerweise, also wenn ich so spielen würde für mich, würde ich das aber im Übrigen nicht machen, also mit dem Analogstick diese Drehungen, weil die sorgen bei mir echt für ein bisschen Unwohlsein. Normalerweise bewege ich mich wirklich, wie man sich im wahren Leben bewegen würde. Also ich würde jetzt hier wirklich mich nach links drehen und nicht mit den Sticks. Ja. Problem ist aber halt, dann drehe ich mich immer von euch weg und das möchte ich eigentlich vermeiden. Weil der Ton dadurch nicht besser wird. So, nehmen wir mal hier den Juice. Wer von meinen ist denn... Ist keiner angegriffen. Ich gebe trotzdem einfach mal Jimmy. Guck mal, Erfolg gekriegt. Hallo Herr Nachbar, Trophäe erhalten. Ja, schon allein dafür hat sich's doch gelohnt. Aber ich bin echt fasziniert, immer noch, mit der PlayStation VR 2, weil damit ich After the Fall wirklich spielen konnte, ohne dass mir schlecht wird, dafür musste ich erst eine HTC Vive und HTC Vive Pro durchmachen, bis ich bei HTC Vive Pro 2 angekommen bin, damit mir nicht mehr schlecht wird bei solchen Spielen. Und die PlayStation 2 VR schafft das aus dem Stand. Finde ich gut. Ja, ey, lass mich ruhig. Ich hab den Aim des Todes. Oh! So, denkt dran, immer den ganzen Erntescheiß einsammeln. Ich bin echt fasziniert. Ich sehe keinen Unterschied zum PC, was die Grafik angeht. Das ist heftig. Ich hätte das nicht erwartet. Da haben wir schon die zweite Waffe für uns. Sehr schön. Reloading. Oh, die hat sogar grüne Munition. Oh, okay. Irgendwann kennt man die Dinge auch auswendig. Reloading. Zack. Keinen einzigen Booster verschwendet. Rohrbomben und noch eine Pistole. So, am Anfang würde ich euch empfehlen, tatsächlich solche Sachen immer mitzunehmen, weil ihr die ja, wie gesagt, auch verwerten könnt. Und das Verwerten bringt euch auch nochmal Erntepunkte. Oh, keine Gruppe von Zombies, okay. Ich habe schon ewig nicht mehr den einfachen Modus gespielt, das ist das. Och Mann, das Werfen, daran muss ich aber echt noch arbeiten hier. Oh nein! Boah. Komm, wir machen es so. Ja.
Frage. Diesen roten Fisch, den muss man eigentlich unbedingt erwischen, weil der ganz viele Erntepunkte bringt. Ist natürlich kacke, dass man den jetzt verfehlt hat, aber eigentlich die Rohrbombe vielleicht gebraucht. Die Rohrbombe wäre nicht schlecht gewesen. Oh, von dem Jungen Abstand halten, der explodiert nämlich. So, ich bin lieber so mit... Das ist übrigens auch eine Sache, die ihr, wenn ihr euch After the Fall holen wollt und spielen wollt, merken solltet. Habt niemals zwei Waffen dabei, dieselben Munitionstypen benutzen. Weil... Naja, es ist, ihr habt halt eine begrenzte Munition. Und das ist leider nun mal so. Und dann könnt ihr immer... Ich könnte jetzt zum Beispiel immer auf die Pistole mit der grünen Munition zurückgreifen, wenn hier die Munition alle ist. Das ist das Wichtige. So, mal gucken, wie sieht es bei euch mit der Energie aus? Okay, er könnte... Ach Quatsch. Nee, den gebe ich jetzt nicht. Dann überlebt er noch. Ja komm, nehmen wir trotzdem die andere Pistole, mein Herr. Let's go. Und hier diese roten Dinger sollte man eigentlich auch nutzen, oder liegt eine Diskette, das ist schon gut. So, kommen sie. Eigentlich sollten sie jetzt angerannt kommen. Warum haben die eigentlich schon SMGs? Und so und ich nicht. So, hier drin wird es jetzt interessant. Mit einem Auge zielen ist aber schlechter mit der PlayStation VR. Also irgendwie, wenn man... Oh, es sind sogar zwei Disketten. Verdammt. Ja, für Disketten schmeiße ich den Juice weg, das ist mir dann wurscht. Boah, das ist ein guter Loot. Da kann ich mich nicht beschweren. Zwei Disketten, nicht schlecht. Und da ist die Keycard, die brauchen wir auch gleich. Ich hab, seht ihr, jetzt habe ich schon nämlich eigentlich theoretisch drei Plätze belegt. Eine hier, zwei da, ah ne, eigentlich vier Plätze und da eine Pistole. Nee, aber irgendwie, also es gibt, das hat ja dieses Eye-Tracking, die PlayStation VR. So, und das Problem ist jetzt halt, ne, jetzt ist ja alles klar, wenn ich das linke Auge oder das rechte Auge zumache, irgendwie, also richtig scharf sehen, der stellt mich richtig scharf da, wo ich hingucke. Das ist ja die Technologie, mit der sie so geworben haben, dass da, wo man hinguckt, alles scharf gestellt und alles drumherum unscharf. Also das funktioniert jetzt nicht so, ja. Zumindest einäugig funktioniert das jetzt nicht so gut. Behaupte ich jetzt einfach mal. Lass mich hier rein. Ja, toll, die Tür ist jetzt zu. Reloading. Wohin habe ich mich denn jetzt gedreht? Okay. Hier gibt es eh nichts Tolles. Hier war man nur für die Punkte. So. Die Keycard immer schön in der Hand halten, ne? Weil ich glaube nämlich, wenn ich jetzt loslasse, ja, dann habe ich direkt die. Mit den Pistolen ist es anders. Also man drückt einmal R1 und man hält sie in der Hand. Aber wenn man schon was in der Hand hat und man nimmt nochmal was in die Hand, dann muss man den Knopf auch gedrückt halten. Wir gehen zuerst zum Lootraum. Der ist hier rechts, bin jetzt dran vorbeigerannt.
wenn ich auf die roten mache, zack, dann explodieren die übrigens. So. Da werden wir die Karte endlich los. Sonst kommt man nämlich hier nicht in den Raum. So, und hier kriegen wir unsere nächste schöne Waffe. Oh, geile Pumpgun! Funktioniert das denn immer? Oh, und wenn man drückt, dann hält er die... Okay, super. Oh, die Pumpgun ist geil. Nur leider kann ich keine Rohrbomben mehr aufnehmen. Ja, ja, doch, eigentlich, wenn ich wieder die Hände leer mache. Weil ich habe ja in den Handgelenken schon die Disketten. Boah, der Loot. Also, wir haben viel. Übrigens, was dieses komische Geplätschern im Hintergrund, was ihr hört. Das ist. Das ist einfach eine Leiche, die nicht richtig gestorben ist. Guck mal, da würde jetzt eigentlich eine Karte liegen. Das ist schon wieder so eine Kack-Glitch-Kacke. Das kennt man aber schon aus... Ja, das haben sie leider nicht weggekriegt. Ich dachte, vielleicht patchen sie das endlich. Ich muss mal eben gucken, wo ich bin. Damit ich noch weiter zu euch gucke. Boah, ich liebe die Pumpgun, ne? Aber, um die Bomben mitzunehmen, kann ich die Pumpgun jetzt nicht in die Hand nehmen. Jetzt habe ich mich verschluckt. So. Boah, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin mit dem Schmeißen. Oh, fuck. Hat mir selber nichts getan. Okay. Boah, ich bin nicht kaputt. Und dann noch eine Waffe zum Looten. Ja, dann... Dann, wird's langsam echt schwierig. Nee. Leider könnt ihr keine Waffe auf den Rücken machen. Das fehlt in dem Game leider. Ja, müssen wir drauf verzichten. Müssen wir auf die Waffe leider verzichten. Schön, dass ich die Shotgun so früh gekriegt habe, weil wirklich, also das ist meine absolute Lieblingsshotgun, meine Lieblingswaffe. Danger, clear area. Haben wir doch. Incoming. Oh, hinter uns. Wo kam der denn jetzt her? Ja, und das ist das, wenn man in diese Explosion reinkommt. Dann sieht das so aus. Oh, schön, da liegt die jetzt schon ab. Ich spiele mit nichts anderem mehr. Weil man muss die halt richtig, wirklich so durchladen. So, hier speichern wir die Disketten. Dann könnten wir jetzt noch wieder was kaufen, wieder Juice. Ja, okay, komm, machen wir. Denke ich zwar nicht, dass wir die brauchen. So. So. Let's go. Better. Wait. Afraid of the dark, Val? Oh, ich liebe es. Moment, bevor ich jetzt weitergehe. Erstmal nochmal Munition. Ach.
Da ist ja noch einer. So. Komm. Die MP holen wir uns auch noch. Da ist auch noch einer. Oh, ich hab ihn richtig durchgeladen. Was? Ich habe den Großen schon erledigt, ohne mich. So erledigt man richtig ein. Ach so, ich habe auf das Falsche gezielt. Da waren noch nicht alle. Fehlt noch einer. Hinter uns gucken, weil die Teammates nicht gerade dafür bekannt sind, dass sie wirklich gut aufräumen. Da fehlt noch einer. Einer oder zwei. Ja, dann gehen wir mal unsere EP, unsere Ernte einsammeln. So. Weil ihr merkt schon, ich liebe diese Shotgun einfach. Ich liebe sie. Jetzt muss man da in die Fläche gehen, dann geht's los. Man muss nur aufpassen, die kommen nicht immer nur von einer Seite. Ich
Picker. Weil ich gerade Juggernaut werfe, sage. Ja, weil die Blitz hier nicht so gut nach durch. Oh, da ist der Mann. Erst das Eis weg und dann an die Stellen schießen. An die Stellen schießen, wo dann kein Eis mehr ist. Das sind die empfindlichen Stellen. Das Nachladen funktioniert mit der ATC Vibe aber ein bisschen besser, muss ich ehrlich sagen. Oh, das geht ganz schön in die Arme. Ich glaube, ich werde doch wieder zu der Pistole wechseln. Eisbrecher, Trophäe erhalten. So, und ganz wichtig hier am Ende, warten bis euer ganzes Team da ist. Dann gibt es nämlich nochmal Teambonus bei der Abschlussrechnung. Greift die Spielhalle an. Jo. Ja, okay, ich liebe die Pumpgun, aber ich werde sie jetzt gleich doch weglegen. Ja, der Gruppenbonus, der wäre normalerweise jetzt nicht da, wenn ich nicht gewartet hätte, bis das Team komplett da ist. So, und hier, jetzt kann ich die Arizona Falke bauen. Und hier sind Verbesserungen für die Arizona Falke und die Dienstpistole, die ich jetzt am Automaten erst benutzen kann, zum Aufrüsten. Da sieht man Genauigkeit 37%, Kills 225 und so, ist okay. Jetzt könnte man natürlich, ja, nur das Event wiederholen, weil wir sind ja im Story-Modus. Im Story-Modus müssen wir erstmal jede Map einmal spielen, bis alle freigeschaltet sind. Oder wir schließen uns einer Gruppe an, die Story schon durchgespielt haben und gehen mit denen dann los. Okay, da haben wir schon hier einen, der entweder Geld reingesteckt hat oder hardcore zockt. So, geht denn jetzt die Lobby? Nee, geht immer noch nicht. Ding dong! Ja komm! Didn't expect you to run into a smasher back there. But check it out, you're still in one piece. So ist das. I'm impressed. I hope you plan on staying. I could really use someone like you here. I lost contact with the supply team from Chinatown, so I need a squad to check things out for me. Ja. So, jetzt müsste ich Chinatown machen, aber wir gehen jetzt erstmal zurück. So, ich würde sagen, wir stecken die uns mal an den Gürtel. Aber ich glaube, die werde ich für Endbossen benutzen. So, das ist unsere normale Arizona Falke. Ne? Ne, das ist die Dienstpistole, ne? Die wir gemacht haben. So, jetzt seht ihr, hier haben wir einen Lauf freigespielt. Importlauf. 10% Schadenserhöhung bei geringen Kosten für Rückschuss- und Feuerrate, kostet allerdings halt 1000, ne? So, aber was anderes haben wir im Moment nicht. Ich würde aber trotzdem tatsächlich nicht die aufrüsten. Die legen wir erstmal zurück. Hier die Arizona Falke. Die. Und die hier. Die ist ja genauso aufgebaut wie die, die wir da haben. Die werden wir komplett verwerten. So. Griff, geklebter Griff, leichte Erhöhung der Feuerrate und Rückstoßkontrolle durch die Verwendung von Griffband. Machen wir.
Und hatten wir nicht noch eine Verbesserung für die Arasona-Falken? Ach so, nee. Munitionszähler ist ausgerüstet. So, die packen wir wieder hier hin. Komm, dann nehmen wir unsere Dienstpistole auch wieder doch nehmen mit und verbessern die doch. Den Lauf, zack, zack. Ja, ja, ja. So, und das kommt wieder hier rein. So. So, ja, dann werden wir ausgerüstet, ne? So, und wie gesagt, ihr könnt die Waffen, also habe ich gerade, wie heißt wie gesagt, ihr könnt die Waffen, die ihr habt, hier alle hinhängen, ne? Könnt da eure Sammlung da hinpacken und jedes Mal vor einem Lauf könnt ihr das wieder, wie ihr wollt, wie ihr lustig seid, neu ausrüsten. Clever ist es natürlich, wenigstens zwei freie Plätze zu haben eigentlich. Vor allem jetzt, wo wir noch beim günstigeren Schwierigkeitsgrad sind. Deswegen bin ich gerade überlegen, ob ich die Shotgun nicht hier lasse, weil, vor allem wenn ihr alleine spielt, habt ihr ja gerade gesehen, kommen immer wieder Stellen, wo, ich bin gerade mal überlegen, ist vielleicht hier auf dem anderen Knopf. Ah, guck mal hier, aktuelles Ziel, Revolver, schieße Runde 6 im Hordenmodus ab. Halt den Scheinwerfer auch schon darüber leben, denn hier ist es. So, Gruppe, nix. So, Social, auch keine Freunde, keine Einladung. Aber wir können gucken, wer ist in der Lobby. Und da sehen wir, ja, ganz viele PlayStation-Leute jetzt natürlich. Aber halt auch PC-Spieler, ne? Das sieht man auch hier. Bei der PlayStation wird aber nicht angezeigt, ob PlayStation 4 oder PlayStation 5 Spieler. Aber vor allem viele PlayStation-Spieler, finde ich gut. Wird die Lobby wieder voller. Sache ist nur. Ja, ist keine Sache. Alles gut. So, hier kann man noch spezielle Spieler suchen. Okay. Optionen, da können wir noch ein bisschen umstellen, wollen wir aber jetzt nicht. Ja. Das ist After the Fall. Und ich muss sagen, wie, also ich bin wirklich beeindruckt. Guck mal, alle PlayStation-Leute haben hier diesen Anzug an. Guck mal, der ist gar nicht PlayStation, der ist PC-Spieler, hat trotzdem den Anzug. Okay. Das finde ich mal das Lustige. Ja, also ich sehe keinen Unterschied zum PC. Zumindest grafikmäßig nicht. Trotzdem, ich finde, gefühlt das Aiming einfacher und besser auf der HTC Vive. Aber das ist wieder eine Controller-Sache. Das ist wirklich wieder nur ein Controller-Ding. Ja, mega gut. Ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann vergesst doch nicht den Daumen nach oben und das Abonnieren. Das ist kostenlos. Und vergesst nicht, hier drunter zu kommentieren, ob ihr After the Fall schon auf dem PC spielt oder auf eurer PlayStation spielt. Ihr könnt mir übrigens natürlich auch Freundschaftsanfragen schicken, oder, ne, dann, damit wir zusammen spielen können. Ich weiß nicht, ob das hier innerhalb... Ob das hier... Achso, nee, klar. Ja, man hat ja hier eine Freundesliste. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.